Hey Freunde und willkommen zum ersten Versus Run gegen einen Zuschauer. Es hat endlich geklappt und der Glückliche, der heute antreten darf, ist Podgame. Hallo. Oh Mann, Hey. Ich glaube, deinen Namen hast du, weil du im Ruhrpott wohnst, ne? Oh genau, woher weißt du das denn? Weiß ich nicht, vielleicht weil wir schon 6 Mal angefangen haben und immer technische Probleme da waren. Auf jeden Fall, hey und hallo Zuschauer. Ich will euch noch etwas sagen, bevor wir loslegen. Und zwar haben wir uns die Black Candle gegeben. Die sorgt dafür, dass wir keine Flüche bekommen. Das einzige Problem ist nur, dass die erste Ebene eine XL-Ebene sein kann. Hatten wir nämlich eben gerade. Und die verschwand einfach nicht. Egal wie oft wir mit dem Seed neu gestartet haben, der Podgame hatte immer eine XL-Ebene. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass jetzt alles cool bleibt. Und wir legen jetzt los, würde ich sagen. 3, 2, 1, go! Bitte keine XL-Ebene, bitte keine XL-Ebene. Bevor du losgehst, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich bleib stehen. Unten, zacki, zacki, Raum? Ja. Ja! Oben ein Raum? Ja. Links, rechts, Itemräume. Nee, kleiner Scherz. Natürlich nicht. Also genau, keine. Also, dann passt ja, dann würde ich sagen, los geht's! Okay. So. Du bist bestimmt nicht nach unten reingegangen, was? Nein, bin ich echt nicht. Echt nicht? Oh. Nee. Das war vielleicht schlau. So, man hat am Anfang jetzt natürlich ein schwarzes Herzchen, aber... Naja, so sind wir wenigstens nicht von Flüchen betroffen. Der Koboldstreak arbeitet ja mit seinen Kollegen an einer Mod, die die Flüche entfernt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten... ja. Warst du schon mal im Raum bestimmt, oder? Ja. Gut, hast du auch den kleinen Fluffel mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Oh Gott, und dafür Polyphemus bekommen wahrscheinlich. Nee. Ich habe, ja, wie heißt das? Dieses Ramming Speed Item. Ramming Speed. Habe ich nie verstanden. Komm, mit deinen 400 Spielstunden. Der hat viel mehr Spielstunden als ich. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das versteht keiner, glaube ich. Nicht mal Edmund McMillan. So. Ja, wie gesagt, jetzt möchte ich aber hier durchrasen. Ich möchte keine Gnade. Auch von dir nicht. Okay. Mach mich fertig, Alter. Mach mich fertig, Mann. Ich gebe mein Bestes. Scheiße, das reicht nicht. So. Dreh dich schneller, Big Fat Protector. Dreh dich schneller! Also wir werden ja jetzt sehr oft schweigen, aber das ist verständlich, hoffentlich. Ich möchte auch nicht hier einen auf Stefan Raab machen und meinen Gegner vollquatschen. So. Da, da, da. Haben wir hier unten was Interessantes? Nein. Okay. Aber dennoch kannst du dich mal selber ablenken und mal was über dich erzählen. Spielst du Isaac auf deinem Kanal? Ja, ich spiele momentan mehr Isaac auf meinem Kanal, sonst... Direkt sympathisch. Ja, sonst halt auch zwischendurch mal Minecraft und Happy Wheels und Horrorspiele. Kam jetzt zwar lange nicht mehr, habe ich aber wieder Bock drauf. Ha? Und ja, ich habe auch momentan was Neues angefangen. Ein kleines neues Format, das nennt sich Let's Blind. Okay. Und da zocke ich Spiele nicht... Blind? Okay, ich sollte nicht einfach im Kreis laufen beim Reden. Nein, 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 tu's nicht. Lenk dich wirklich ab. Und dann, ich spiele nämlich Spiele mit sozusagen verbundenen Augen. Okay. Ja, was ziemlich lustig sein kann. Skyrim, ne? Wahrscheinlich mit Skyrim angefangen. Nee, nee. Ich habe erstmal, die erste Folge war Minecraft auf jeden Fall. Minecraft Vanilla, einfach Survival. Das war schon ziemlich lustig. Ja, glaube ich dir. Ah, verdammt. Okay, nehme ich mit, nehme ich mit. Doch, ist ganz gut eigentlich. Let's go. Gut, let's bleiben. Muss ich mir mal anschauen. Und vielleicht ab und zu immer irgendwie jemanden oder deine Freundin oder irgendeinen Kollegen, der dann dir irgendwelche Stromschläge verpasst. Immer ab und zu random. Das wäre doch auch witzig. Natürlich. Ich fände es richtig witzig. Sehr gut. So. Also ich bin schon auf der dritten Ebene. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Auf der dritten? Ja. Aber es läuft ganz gut. Ich bin sehr froh mit meinen Entscheidungen. Nur jetzt gerade ein bisschen dumm gespielt. So. Oh Gott. Nicht dieser Bullshit. Bei mir läuft es auch ziemlich gut. Also, ja? Ich habe auch schön Speed drauf, ja. Hast die Spritze mitgenommen, ja? Ja. Ich habe die mal neu gewürfelt. Okay. Ja. Was eigentlich nicht so schlau wäre. Komm her. So. Eklige Räume hier. Ja, ich merke schon.
Diese dummen Spinnen, ey. Oh ja. Aber die Musik ist so gut und treibt mich an. So. Tu ich das? Nein! Scheiße, ey. Alles, was ich aufgebaut habe, durch eine Pille weg. Okay, gut zu wissen. Aber es könnte dir vielleicht helfen. Hahaha, aber vielleicht auch nicht. So. Okay. Ich sollte die Klappe halten, Mann. Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit, wir haben ja auch einige Items verboten, wie zum Beispiel Epic Fetus oder die Schaufel und Emperor-Karten. Genau. Wie sieht es eigentlich aus mit der Stopwatch? Die ist ja auch ziemlich OP. Stimmt. Ich weiß gar nicht, liegen lassen oder mitnehmen, ey, das ist so viel zu planen eigentlich. Ja, ich würde sagen, die gute Stopwatch liegen lassen, aber die broken Stopwatch ist erlaubt. Ja genau, würde ich auch sagen. Jo. Oh nein, komm schon. Okay, nice. Let's go, Widow! Ich werde auch nach und nach Leute halt durchklappern. Du warst der allererste, der sich beworben hat. Ich werde nicht einfach random Leute rauspicken, sondern natürlich die sich zuerst beworben haben, kommen auch zuerst dran. Sofern alles bei denen stimmt. Also ihr braucht keine Angst haben. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Okay. Ja. Ah, schwere Entscheidung, Mann. Ich glaube... Oh, yes, baby! Das ist gut. Das ist sehr gut, Mann. Ich glaube, ich verzieh mich. So. Also schon mal sehr solide, was hier ist. Sehr solide. Du spielst auch mit Tastatur, ne? Ja, genau. Alter, du bist voll laut bei mir, verdammt. Bist du näher ins Mikro gekommen? Ich kann ein bisschen weiter weggehen, wenn so besser ist. Na, ich kann auch einfach so reden. Okay. Und dann haben wir eine kleine erotische Runde Isaac. So. Davor habe ich jetzt ehrlich gesagt Angst. Nee, das tue ich nicht. Komm, jetzt ein gutes Item, Mann. Eigentlich geht's nur... Also, Devil Deals sind eigentlich so das Beste in Isaac, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt. Ist ein bisschen traurig. Oh mein Gott. Was habe ich jetzt aktiviert? Egal. So, weiter geht's. Okay. Yes. Komm her, mein Freund. Ach man, die Tränen, weißt du, meine Tränen sind gerade so... Ach, wir sehen zwar groß aus, aber machen kaum Schaden. Ja. Komm her. Na, wobei doch. Okay. Oh, fuck. Bevor wir da reingehen, Leute, muss ich noch kurz was erledigen, oder? Zeig mal. Ah, ist eh nur Bullshit. Leute, Speedrun hin oder her, ich muss das hier jetzt tun. Das hier muss ich jetzt tun. Scheiße, ich habe das Gefühl, du bist schon voll weit, Mann. Ja. Ja, sagt einfach mal. Ganz gechillt, ja. Ja. Okay, du bist auf jeden Fall einer der ruhigeren, weißt du? Die anderen haben natürlich auch versucht, mir Angst zu machen. Aber du machst mir dadurch Angst. Glückwunsch. Ich versuche noch ruhig zu bleiben, ja. Okay. Weiter. Ich glaube, ich darf mich nicht länger hier aufhalten. Ich glaube, du bist schon zu weit. Sag's mir nicht. Man weiß es nicht. So, 6er Würfelraum haben wir auch schon geklärt. Ist jedem selber überlassen. Das kann ja was Gutes sein oder der totale Bullshit. Hat man selber genau. Pech. So. Her damit. Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem nächsten Devil hier. Dass jemand anderes auf mich wartet, auf den ich keinen Bock habe. Ja.
gehe ich nicht rein. Ja, damit. Ach ja, ich habe ja hier ein Ball of Bandages. Das sieht voll komisch aus gerade bei mir. Die sind so ganz nebeneinander. Eigentlich sind die immer gegenüber. Ja. Hä? Das sieht gerade sehr witzig aus. Bei dir auch? Nee. Irgendwie alles normal. Sieht sehr komisch aus. So. Okay. Ich hasse diese Ebene. Jeder Weg ist hier falsch. Oh Junge, ich weiß nicht. Ich will endlich einen Shop finden, Mann. Ich war noch in gar keinem Shop und hab 35 Münzen, die wollen ausgegeben werden. Ich war auch noch nicht im Shop. Ja, ne? Ach, da ist nichts drin. Nice. Fuck. Das klang nicht gut. Nee. Aber es geht noch. Okay. Es kann schlimmer werden, aber zum Glück haben wir halt Goathead. Du auch? Nein. Ah. Ich habe ihn nicht. Ja, das gefällt mir irgendwie. Aber noch läuft alles sehr gut. Es läuft sehr gut, ja. Sehr, 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 sehr gut, würde ich sagen. Okay. Nice. Jetzt die Frage, was reroll ich hier? Ich glaube, ich nehme das hier mit. Für spätere Devil Deals. Gehe ich noch was suchen? Ich glaube, ich gehe weiter. Itemraum haben wir schon. So. Tut mir leid, ich bin immer noch am Labern. Ist okay. Mute mich einfach. Verlockend! Ah, jetzt bereue ich's. Ja. Sehr schön, die Bombe lassen wir mal liegen. Haben keine Zeit, sie zu holen. Keine Zeit. So, wir beide haben auch nämlich geübt, ne? Ich habe nämlich auch ein paar Runs privat gemacht. Einfach, um dieses Feeling mal zu bekommen, eigentlich. So. Ah, das tat weh. Bad Trip. Okay, das tat auch weh. Ah, ich tu's. Scheiße. Das war dumm. You a wizard. Ist es dein Ernst? Oh nein, das kann jetzt hier dauern. Sehr gut. Ja, meine Lieblingspille. Scheiße. Das war gerade mega peinlich, ey. Komm, sag, auf welcher Ebene bist du? Komm, jetzt aber hier einen kleinen Zwischenstand. Necropolis 1 beim Boss. What? Nicht dein Ernst. Doch. Okay, beeil dich los, beeil dich. Denn dann machst du Fehler. Ja. Aber ich habe keinen Itemraum ausgelassen. Du hast keinen Itemraum ausgelassen? Ja, ich auch eigentlich nicht. Und ich bin eigentlich auch voll am Durchrennen wie ein Irrer. Okay. Dies ist verrückt. Ach Mist, diese Zacken, komm, geht weg. Puh, okay. Ach Mist, dumm. Jetzt hast du mich eingeschüchtert, ich hätte nicht fragen dürfen. Ja, das stimmt. Jetzt hast du mich sehr eingeschüchtert. So, warte mal, was haben wir hier? Eine Bombe? Ja.
Yes. Down. Hey, Crampy. Crampy, der mich fast tötet. Okay. So, ich bin ready, ich bin ready. Weiter, 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 weiter. 1337 war es, als ich reingehüpft bin in die nächste Ebene. Oh je. Oh, das war witzig. So. Ich möchte dich jetzt sowas von schlagen. Ich will dich einholen. Ey. Ich hoffe, du gehst voll den falschen Weg, ey. Das wünsche ich dir. Ich hoffe nicht. Ich bin jetzt erst in Necropolis 2. Oh, hey, Bob's Brain. Nice, nimm mit, nimm mit. Nee, nee. Ausnahmsweise nicht. Verdammt, hast du denn nichts gelernt von meinen Isaac-Parts? Musst du immer ehren. Immer ehren. Natürlich. Oh, Bob's Brain. Du hast Bob's... die Bombe gerollt wahrscheinlich, oder? Nein? Ja, habe ich aber was anderes rausbekommen. Oh, okay. Interessant. Yes, das hilft mir. Oh, nice. Hierophant. Super. Super, super, super. Du wirst nicht glauben, was ich bekommen habe, Messer. Als ich Bob's Brain reholt habe. Nein. Bob's Brain? Ich habe nämlich gerade eine Kiste nochmal geöffnet und nochmal Bob's Brain bekommen. Und du? Was hast du da? Ich habe es reholt und Soymilk bekommen, aber nicht aufgesammelt. Was? Bitte. Bist du denn total verrückt? Du sollst mir eine Chance geben, aber... nicht übertreiben. Also ich habe gerade Bob's Curse oder wie heißt der? Bob's Rotten Head, genau. Gerirollt. Ja. Und dann Bob's Brain bekommen, die nächste goldene Kiste geöffnet und Bob's Brain bekommen. Juhu. Sehr schön. I like that. Ich habe zu viele Schlüssel verschwendet, merke ich gerade. Ich habe keine Bomben mehr, okay. Ist nicht so geil, habe ich gehört. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss jetzt mal eine Kleinigkeit erledigen. So. Zäumilk. Ah, Mann, stimmt. Ach. Ja. Jetzt auch bekommen. Okay, pass mal auf hier. Das hier. Are you a wizard? Nee, danke. Yes. Yes, das nehmen wir mit. Okay, jetzt. Nein! Mann, das sind übrigens Stacheln. Ich hasse das. Ja. Konzentrier dich auf den Marm-Fight. Ich weiß genau, du bist bei Marm. Noch nicht ganz, nee, aber ich gehe gerade hin. So. Oh Mann, jetzt bin ich da. Oh, ich muss ja voll aufholen. Schon. Wir gehen zu Isaac, genau. So, das nehme ich mal mit. Ja. Ja, tu ich. Moment. Ja, das nehme ich mit. Jetzt die Fool einsetzen und nochmal zum Boss rennen. Hallöchen. Als ob du wüsstest, was ich gerade mache. Wir sind nämlich gleich auf. Ja. Was hast du mitgenommen von den Boss-Items da? Also Boss den Heiligenschein. Hat der Halo? Hast du gerollt oder wie? Nee. Den hatte ich nämlich nicht. Oh. Okay, der lag bei mir da. Schade, ich habe Moms Contact mitgenommen. Okay. Hab aber nur noch 2,5 Herzchen, was nicht so geil ist. Hab ich habe noch 3 Herzchen. Sehr gut, das beruhigt mich wieder. Ba, 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 ba. Nice. Scheiße. Diese Stimmungsschwankungen in Isaac. Ja. Verlockend muss ich machen.
Oh ja, 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 sehr schön. Komm, gib mir noch ein Kapital. Nein, bitte nicht. Oh doch. Dann mit Goathead habe ich eine gute Chance. Ich habe Goathead auch noch gefunden. Ah, okay. Scheiße, Mann, komm schon. Zeitverschwendung ist das, aber ich hab's getan. Verdammt, warum? Renn, 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 Isaac, renn, Isaac, renn. Ja, wird wahrscheinlich dann der erste Run. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber der erste Run, der bis zum Ende geht. Hoffentlich. Ich hoffe auch. DK. Mephias. Möchte nur mal sagen. So. Aber noch ist ja nicht vorbei. Das stimmt. Jetzt heiße ich hier in den Womp-Ebenen und so. Wer geht den richtigen Weg? Ja. Das ist das Schlimmste eigentlich. Komm, zeig dich, mein Guter. Sehr schön. Keine Schlüssel, das ist jetzt ein Problem. Yes, ein Schlüssel. Gib mir Cricket's Head, komm schon. Give me Cricket's Head. Oh, ein kostenloses Devil-Item. Super. Na, super. Super duper. Mann, diese Fat Protector beschützen mich gar nicht. Ich habe mich noch nie so über Regenbogenkacke gefreut. Sehr schön. yes, yes, yes. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja. Sehr schön. Warte mal, was hat er gedroppt? Was habe ich gerade? Ach ja, vier Shots. Oh, vier Shots. Moment, die sind ja manchmal ziemlich crazy. Ja. Scheiße. Egal. Ah, verdammt. Habe ich noch Zeit? Ich weiß nicht. Komm, gib mir den Kompass, Alter. Muss jetzt nicht sein. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht wirklich, was das Item macht. Wow, unsichtbare Gegner. Meine Fresse. So, schon mal ein Herzchen für den Devil Deal, falls er gleich kommt. Oh, den müssen wir leider... Ah, Rückzug, zack. Nein, das tun wir nicht. Ich höre schon, wie du da gleich sagst. So, Blue Baby sie. Nee. Hä? Hey? Okay. Ich bin gerade nicht so schnell den Weg, das ist das Problem. Das ist sehr schön. Ich bin jetzt in jede Richtung einmal gelaufen, außer in die, in die ich hin muss. Das ist bitter. In Womp oder was? Ja. Womp 1? Ja, immer noch. Oh man. Darf kein Mitleid zeigen. Muss weitergehen. So. Oh, na, oh, oh, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, das hat mich beruhigt, das hat mich beruhigt. Dass du da den Weg noch nicht findest, ey. Aber trotzdem sieht's bei uns beiden schlecht aus mit Herzen immer noch. Glaube ich. Wirklich? Also bei mir auch, ja. Ein wenig. Könnte kritisch werden, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Ich könnte dir ja mal sagen, wie viel Herzen ich habe. Eins. Volle. Ich habe gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volle Herzen, rote und ein schwarzes. Ich. Und ich wollte Mitleid zeigen. So, pass auf. Dann heißt es jetzt weiter. Scheiße, nicht, dass ich abkratze, Mann. Habt ihr, Wurstfinger? Noch bist du ungeschlagen, oder? Noch bin ich ungeschlagen, ja. Okay. Ach, bin ich ungeschlagen. Und ich hoffe, das bleibt. Auf jeden Fall, ey. Das ist eigentlich mein Ziel. So.
Aber ich kann es natürlich. Ich kann es natürlich. Mal sehen, mal sehen. So. Ach, der kommt ja schon. Scheiße. Stimmt ja. Komm schon, frier ein. Yes. Aber mit meinem Damage bin ich recht zufrieden. Ja, ja, der ist auch ziemlich, also durch den Pact und sowas, das Pentagramm. Ja. Das war schon ziemlich sexy, die Devil Deals. Sin up. Diese Haube da. Und schon gute Devil Deals dabei, ja. Nehme ich auf, meine Aufnahme stoppen. Diese Panik, ich hasse das. Jetzt bräuchte ich nur noch 4 Schlüssel. Das wäre vielleicht ganz nett. Für die Chest-Ebene. Ich laufe schon wieder nur den falschen Weg. Keine Sorge, ich habe Speed down. Ich wurde gebremst. Scheiße. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Eine Leiter? Nach unten. Und was bekommen wir? Oh, yes, ich hab The Mind. Oh nein. Ich hab The Mind gefunden. Ist eigentlich auch ziemlich OP. Ja, schon ziemlich. Oh man, vielleicht fürs nächste Mal irgendwie weglassen? Ich weiß es nicht, Mann. Na, ich finde, das ist noch okay. Ja? Okay. Ja, das geht noch. Wie gesagt, ich inspiriere mich auch dann meistens von den anderen, von Cobalt Streak, Northern Lion, was die da so verbieten und so. Ja. Und ich glaube, der Kompass war nicht verboten. Ich glaube, der Kompass war nicht verboten. Und der ist ja so ähnlich. Ja, stimmt. Okay, the fool. Nein. Ohne Batterie. Ja. Die nehmen wir mit. Also sagen wir es mal so, in der Kathedrale gibt es irgendwo einen Stein in der Nähe einer goldenen Kiste, wo es eine Leiter drunter gibt. Und da hast du vielleicht auch gemeint. Na okay. Ein gut gemeinter Tipp, verstehst du? Haha. Bin gemein. Ich habe endlich mal Lebens gefunden. Sehr gut. Oh man. Naja, die Blue Baby und Isaac-Kämpfe können noch alles verändern. Ich könnte jetzt noch abkratzen. Ja, könnte ich auch. Autsch, da werde ich schon leichtsinnig. Oh, ich habe unendlich Schlüssel. Perfekt. Komm, das müssen wir auch nutzen. Drop mir goldene Kisten. Das sind keine goldenen Kisten. Das ist Are You a Wizard? Eigentlich hätte ich mich auch durchsprengen können von Tür zu Tür. Ich weiß ja, wo es lang geht, aber ich mach's jetzt nur wegen den goldenen Kisten. Na, okay. So. Ich rede auch ein bisschen mit den Zuschauern. Ja. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht ablenken. So. Ach, gib mir noch Cricket's Head. Ist es denn zu viel verlangt? Okay, mit den Herzen sieht's auch gut aus. So. Okay. Ah, keine Schlüssel. Ah, Bombsack hier wäre so gut jetzt. Okay, scheiß drauf. 2 Schlüssel. Halt. Hat nicht halt nur 2 Kisten.
Isaac down. Auf geht's, Chesty. Oje, oje. Oje, oje. Oje, oje, oje. Da geht's zum Boss. Let's go. Konzentriert sind wir. Wir brauchen echt einen Moderatoren, der noch hier. Oh ja. Wäre schon um einiges einfacher. Ja. Ah, fuck, fuck, fuck. Leichtsinnig werde ich. Komm schon, ich darf jetzt nicht die Herzen verlieren, Alter. Das kommt noch. Vier Monstros sind aber auch ziemlich sexy, Mann. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus, Mann. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ah. Okay. Zu langsam, ich bin zu lang. Hab noch 2,5 Herzen, Mann. Ja, ich auch. Bin gerade bei Eisen. Ach du Scheiße, ey. Wenn ich... Nein, nein, nein. Ich darf nicht dran denken. Nein, 1,5 Herzen nur noch. Ich auch. Genau als du es gesagt hast. Da bleib ich jetzt stehen. Und warte, bis du stirbst. Nein. Scheiße, Mann. Mit 1,5 Herzen Blue Baby besiegen? Ich weiß ja nicht. Fuck, Mann. Okay, Isaac down. Okay, viel Spaß, ey. Oh je, oh je. Aber ich habe genug Schlüssel auf jeden Fall. Na, super. Okay, das kommt erstmal perfekt. Das auch. Ich hätte Lazarus Rex mitnehmen sollen, ey, verdammt. Ja, habe ich aufgehoben. Ist aufgehoben? Ja. Aber du weißt den Weg direkt zum Baby. Und ich habe, glaube ich, meine Rettung gerade gefunden. Okay. Das Book of Shadows. Kurz vorm Blue Baby. Ja, ja. Klingt sehr gut. Ja. Das geht's nach oben zum Blue Baby. Also bei mir jedenfalls, aber es kann immer Abweichungen geben. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das Buch. Hä, wurde es genervt? Ich dachte, früher hat es immer länger gehalten. Scheiße. Yes, es ist down! Oh, GG. GG. Puh. Ey, reingehüpft. Ich bin gerade bei den Vierer-Monstros. Vierer, ah, ja, ja. Das ist der richtige Weg. Alter! Aber es war immerhin ein Run, der bis zum Ende geht und es war ziemlich schnell. 34 Minuten. Ja. Und ziemlich knapp auf jeden Fall. Also ich wäre jetzt gleich auch da gewesen. Richtig, richtig. Das war ein Hin und Her. Das ist verrückt, ey. Ich dachte erstmal, du wirst mich jetzt voll abfängen, weil ich dachte, ich bin richtig gut unterwegs und dann höre ich von dir, ja, ich besieg schon bei Necropolis 1 den Boss. Ich dachte, was? Cheater! Ich würde gerne noch schauen, wie weit ich noch komme. Okay, ja. Schau, schau, schau. Da, da, da. Dann lass dich ablenken. Ich rede mal weiter. Okay. Auf jeden Fall werden wir demnächst, also ich werde weiterhin Leute anschreiben. Ich habe jetzt halt 3 angeschrieben. Der dritte meldet sich leider nicht. Ihr müsst einfach mal immer, wenn ich... Folgt mir einfach auf Twitter. Dort werde ich ankündigen, wenn ich Leute irgendwie angeschrieben habe. Und dann könnt ihr immer wieder euer Postfach kurz checken. Ist ja nicht viel Arbeit. Und ja, irgendwann melde ich mich bei den Leuten. Ich werde versuchen, jeden zweiten Tag vielleicht so einen Versus-Run gegen einen Zuschauer hochzuladen. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ich bin gespannt, auf welche Gegner ich noch so treffe. Und wo bist du? Bin gerade bei... Ah, wie heißt der? Mega Fatty, bei den Doppel-Mega Fatty da. Die haben mich auch fertig gemacht, Mann.
Aber mein Damage ist gut genug, also. Okay. Die sind schnell down. Hast du Sensen oder sowas? Nee. Hm. Ich mag Sensen. Okay, ich bin gestorben, aber ich habe ja noch Lazarus. Rex, ja, ja. Genau. Schön. Also mit einem Herz. GG. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich beeile mich. Du kannst dieses Gnar Leaf rerollen, kriegst du auch das Book of Shadows. Nee, nee, nö. Okay, okay. Ich versuch's einfach so. Okay, okay, jetzt geht's los. Jetzt will er was beweisen hier. Ich bezweifle, dass ich schaffe, aber man weiß ja nicht. Erstmal Triple Loki hier. Ach, da bist du noch. Ja, aber ist ja direkt vom Boss. Stimmt, 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 stimmt. So. Und mein Gapistel hat auch irgendwie nicht so viele Kisten gedroppt. Ich hatte nicht ein einziges Guppy-Item. Nee, ah, ja, ich hab durch viele Rerolls. Ja. Okay, bin bei Blue Baby. Konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich. Bist du gespannt? Ja. Okay, ich bin tot. Nein! Wie viel Leben hat der noch? Ein Zentimeter? Ein Zentimeter? Nein, das ist natürlich dann auch bitter. Aber, gut. GG. Ja. Auf jeden Fall, cooles Match. Ey, wenn ihr noch mehr Isaac sehen wollt und bei mir nicht zufrieden seid mit einer Folge pro Tag, dann schaut bei Podgames vorbei. Vielleicht gefällt's euch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank. War ein richtig geiles Match. Ich bin wieder voller Adrenalin gewesen. Ich auch. Und ja, bis dann. Ciao.